Anschieben. Tut mir leid, Darth Minax. Ich hatte die Codes eingegeben, aber die Schlösser hatten wohl eine Fehlfunktion. Die halbe imperiale Armee ist hier und die Republik dringt dennoch ein. Sicher die Waffe! Ihr habt die Entwickler des Sperrers bei dem Rest des Haufens gefunden, den ihr befreit habt, nicht wahr? Erbärmliches, idiotisches Republikglück! Ihr habt hier keine Macht. Das Imperium hat den Sperrer und Balmorra verloren. Die Republik hat gewonnen, oder? War es auf Sobrek? Das zerstörte Gorinth-Gefängnis vielleicht? Dieses Geschwür von einer Insel, die ihr Käferstadt nennt? Balmorra gehört zum Imperium. Der Sperrer wird nur alle Zweifel daran ausräumen. Es war dumm von euch, hierher zu kommen. Vielleicht erkennt ihr jetzt, warum. Bitte kommen, Dr. Kasiri. Sind alle da? Wir sind hier, Commander. Darth Minax und die anderen Imperialen sind tot. Der Sperrer ist bereit für euren Stift. Ausgezeichnet. Setzt den Sperrerstift ein, um die Kontrolle zu erlangen. Ich schicke eine Bergungsmannschaft, um die Operation zu übernehmen. Übernehmen? Aber der Sperrer ist eine Bedrohung für ganz Balmorra. Er muss zerstört werden. Ihr wisst das! Das Imperium wird nie wieder die Kontrolle über den Sperrer erlangen. Das Imperium war nie das Problem. Der Sperrer selbst hat das alles angerichtet. Eine Flotte zu zerstören kostet jedes Quäntchen Energie, das ein Planet hergibt. Solar, Geothermik, Hydro. Wenn es ein Teil von Balmorra ist, dann treibt es den Sperrer an. Er wird den Planeten als leere Hülle hinterlassen. Mit nichts darauf, was sich zu verteidigen lohnt. Das Imperium wollte den Sperrer, um Balmorra auf ewig zu halten. Jetzt erkenne ich, dass die Republik dasselbe will. Commander Madin hat uns angelogen. Der Commander will gewiss nur, dass Balmorra sicher ist. Glaubt ihr wirklich, dass wir etwas zerstören würden, das ein zweites Telos, Taris oder Coruscant verhindern kann? Millionen Leben retten und der Republik einen Sieg garantieren? Dieser Krieg ist noch nicht vorbei. Das kann ich spüren. Ich weiß, dass der Preis hoch ist, aber der Sperrer könnte sicherstellen, dass die Republik diesen Krieg gewinnt. Wir müssen ihn beanspruchen. Wir können nicht einen Planeten opfern, um einen anderen zu retten. Verdammt! Ist euch nicht klar, was ihr da tut? Ihr gebt dem Imperium eine zweite Chance. Der Energiekern des Sperrers wird überladen. Wir müssen evakuieren.
sich solche Abenteuer einen Profi. Falls wir uns nicht mehr sehen sollen. Der Turbolift ist gesperrt. Aber keine Sorge. Imperiale Sicherheitscodes zu hacken ist ein Hobby von mir. Gib mir 2 Sekunden. Oh oh. Jemand kommt mit dem Turbolift runter. Bereitet euch auf einen Kampf vor. Stark. Ich dachte schon, die Imperialen hätten dich erwischt. Gleichfalls, Remy. Wie geht's, alter Kumpel? Wie immer. Ich tue so, als würde ich mit den Imperialen kooperieren und hintergehe sie, so oft ich kann. Wir sind hier, um das Imperium zu schlagen. Könnt ihr uns in die oberen Ebenen bringen? Klar. Die Imperialen haben mich bei der Müllverwertung eingesetzt. Ich habe eine Datenkarte, mit der ich reinkomme. Sie gehört euch. Das Problem ist, da stehen alle paar Meter Wachen. Deshalb reise ich mit einem Jedi, Remy. Tut mir leid, das Wiedersehen zu verkürzen. Wir haben einen langen Kampf vor uns. Und ich habe endlich einen Weg hier raus. Wir sehen uns auf der anderen Seite, Doc. Hallo, seid ihr da? Hier ist Colonel Finley. Es gibt ein neues Problem. Der Widerstand hat erfahren, dass die Imperialen an Waffen mit Tarntechnologie forschen. Stellt euch das Chaos vor, wenn der Feind seine Raketen und Bomben tarnen könnte. Das Imperium würde uns vernichten. Ihr müsst alle imperialen Forschungsergebnisse über dieses Projekt sicherstellen und zu uns bringen. Es muss da oben irgendwo ein Computernetzwerk geben. Das ist vielleicht unsere einzige Chance. Tut alles, was in eurer Macht steht. Finley, Ende.
Ich habe die Forschungsdaten über das imperiale Tarnwaffenprogramm gefunden, aber irgendetwas stimmt nicht. Sie fangen an, sich selbst zu löschen. Ich habe die ganze Zeit über Turbolift-Datenkarten benutzt, als ich hier war. Sie funktionieren auch mit Computern. Vielleicht können wir die Dateien auf die Datenkarte überspielen, die Remy uns gegeben hat. Und sie kopieren, bevor sie gelöscht werden. Na, wie findet ihr das? Es hat funktioniert. Nicht schlecht, oder? Ihr habt schnell reagiert. Gut gemacht. Schnell ist mein zweiter Vorname. Glaubt ihr, das Imperium weiß, dass wir hier sind? Keinen Schritt weiter. Wir sind hier beinahe fertig. Nikolan, was soll denn das? Der Tarnprototyp gehört den Bewohnern von Balmorra und nicht der Republik. Das hier ist unsere Welt, unser Krieg und unser Sieg. Das Imperium stand im Begriff, den Widerstand auszulöschen, als wir hier ankamen. Jahrzehntelang haben wir für diesen Planeten gekämpft, während die Republik vor dem Imperium Männchen machte. Und jetzt kommt ihr zurück und wollt unsere Ressourcen stehlen? Dieser Prototyp ist wahrscheinlich die wertvollste Technologie auf ganz Balmorra. Den bekommt ihr nicht. Ich dachte, die Jedi legen so viel Wert auf Gerechtigkeit. Dann lasst uns auch das, was rechtmäßig uns gehört. Die Tarnvorrichtung ist doch gar nicht das Wichtigste. Was ihr wirklich braucht, ist die Forschungsarbeit des Imperiums. Die haben gelernt, Bomben und Raketen zu tarnen. Ist das nicht mehr wert für die künftige Sicherheit von Balmorra? Ich gebe euch die Daten im Tausch gegen den Prototyp. Das ist ein interessantes Angebot und ich denke, ich werde es annehmen. Abgemacht. Ich würde euch ja mitnehmen, aber diese Fähre ist leider nur ein Zweisitzer. Viel Glück auch. Euer Colonel wird nicht erfreut sein, aber das biege ich schon hin. Ich kann gut mit Leuten. Eins ist sicher, ich arbeite nicht mehr für den Widerstand. Habt ihr eine freie Koje auf eurem Schiff für einen ausgezeichneten Kampfsanitäter? Meine Mission ist gefährlich. Seid ihr sicher, dass ihr darin verwickelt sein wollt? Gefahr macht mir keine Angst. Und verwickelt ist mein zweiter Vorname. Warren, ich habe den Prototyp der Tarnvorrichtung. Ein Hoffnungsschimmer nach dem heutigen Blutvergießen. Ich kehre zur republikanischen Basis zurück, auf der ihr zuerst gelandet seid. Trefft mich dort.
Verbunden habe ich noch nie gesehen. Ist das das Werk des Imperiums? Ich habe den Auftrag wie gewünscht ausgeführt. Bampaula Giota Kakoga Huta Nupisto. Bagthra Wanawaga Mibunawa Duetwipe. Was mehr Arbeit für mich. Seid vorsichtig. Dann haltet zu allem bereit. Ich verspreche Ihnen nichts Geringeres als Perfektion. Ich find's hübsch, wie sie sich hier eingerichtet haben. Man könnte fast vergessen, dass das mal ein Kulikoidennest war. Die Imperialen haben immer noch Lager hier. Wir brauchen zwei Trupps oben auf der Gorinth-Ebene. Ihr seid zurück. Wir sind gerade dabei, die Truppenstationierung abzuschließen. Das Imperium ist besiegt. Aber sie greifen auf ihrem Rückzug an. Ihr wisst wahrscheinlich gar nicht, was ihr angerichtet habt. Wenn wir den Sperrer hätten, könnten die Imperialen keinen Schuss mehr feuern. Das Imperium ist auf Balmorra, um zu siegen. Wir sind hier, um zu helfen. Ich wollte der Republik die beste Möglichkeit verschaffen, das Imperium zu besiegen. Wart ihr dabei, als das Imperium Coruscant angriff? Sie kamen aus dem Nichts und wir konnten nichts dagegen tun. Als das Imperium Balmorra eroberte, habe ich mir geschworen, dass das ein Ende nehmen muss. Kann man mir das zum Vorwurf machen? Dr. Kasiri hat sein Leben für Balmorra riskiert, nicht für die Republik. Für einen Wissenschaftler hat er wirklich Mut. Vielleicht kann er helfen, wenn er mir jemals vergeben kann. Ich bin froh, dass ihr die Entscheidung treffen musstet und nicht ich. Wenn man sein ganzes Leben lang kämpft, kann man leicht vergessen, wofür. Ihr habt den Sperrer gesichert, das Gorinth-Gefängnis gestürmt und Sobrek befreit. Die Republik steht tief in eurer Schuld. Das Imperium muss lernen, dass es unabhängige Planeten nicht einfach einnehmen kann. Balmorra war eine gute Lektion. Wenn der Krieg ausbricht, wird die Republik bereit sein. Es liegt noch viel Arbeit vor uns. Aber Balmorra ist frei. Und das zählt. Ich wünsche euch viel Glück. Ich habe den Prototyp der Tarnvorrichtung, aber ich musste die imperialen Waffenforschungsdaten dafür eintauschen. Ja, darüber haben mich die Widerstandsführer bereits informiert. Dieser Vereinbarung habe ich nicht zugestimmt. Der Widerstand hat Angst davor, dass wir ihre Heimat stehlen. Zeigt ihnen, dass wir nur helfen wollen. Und sie teilen diese Daten vielleicht mit uns. Ich bin Soldat, kein Diplomat! Ich hätte gedacht, ein solch wichtiges Gerät wäre beeindruckender. Ich werde es Meister Braga und dem Rat auf Tython bringen. Meister Bragas Vertrauen in euch ist nicht unbegründet. Es ist mir eine Ehre, mit euch zu dienen. Wir können uns erst dann ausruhen, wenn wir das Imperium ein für alle Mal besiegt haben. Aber es tut gut, hier und da innezuhalten und die Siege zu genießen. Vergesst das nicht. Ihr solltet Meister Braga kontaktieren, wenn ihr auf euer Schiff zurückkehrt. Er kann es kaum erwarten, von euch zu hören. Lebt wohl. Balos Enulek.
Creative Temple. Das ist mein Angebot. Seht euch schnell um. Eure Credits sind jederzeit willkommen.